Langsam kam der Schmied zu sich. Sein Kopf dröhnte. Er richtete sich ein Stück auf und sah Abena mit seinen Söhnen auf dem Boden kauern. Ein kleines Lächeln stahl sich auf seine Lippen. Es verschwand aber gleich wieder, als er den Grund für das gelbliche Flackern erahnte, das die Menschen und Gegenstände in seiner Umgebung erhellte. Nicht nur sein Haus brannte lichterloh, sondern auch die Schmiede, das Gesindehaus, die Scheune und der Stall. Sein ganzer Besitz wurde Opfer gieriger Flammen. »Wir müssen zum Dorf. Ulrich wird uns helfen.« Als sich die kleine Gruppe in Marsch setzte, sah der Schmied einen Feuerschein am Horizont. Er war wohl nicht der Einzige, der in dieser Nacht sein Hab und Gut verlor. Das Fest in Ulrichs Halle neigte sich dem Ende zu. Einige Gäste waren schon gegangen, andere, die wie Thorolf dem süffigen Wein im Übermaß zugesprochen hatten, waren mit ihren Oberkörpern bewusstlos über den Tischen zusammengesackt oder, hilflos wie erlegtes Wild, von den Bänken gerutscht und schliefen auf dem harten Lehmboden ihren Rausch aus. Sah man von dem einträchtigen Schnarchen der vom Wein überwältigten Zecher ab, war es ruhig in der Halle geworden, was Egil zu Hochform auflaufen ließ. Mit funkelnden Augen erzählte er lebhaft von seinen Abenteuern in fernen Ländern. Ingvi, Digur und Ulrich lauschten fasziniert den Worten des Kauffahrers. Sie hatten schon seit einer Weile das Trinken eingestellt, um kein Detail seines Berichts zu verpassen. »Nachdem wir die Meerenge zwischen dem Maurenreich im Norden und dem heißen Land im Süden in westlicher Richtung durchfahren hatten, wies ich meinen Sohn an, mit unseren Schiffen nach Hause zu segeln. Ich selbst wollte mit der Seeschlange die Küste ein weiteres Mal in Richtung Süden erkunden. Diesmal nahmen wir einen Kurs, der so weit weg vom Land verlief, dass wir es zeitweise kaum mehr sahen. »Warum bist du das Risiko eingegangen, dich von der Küste zu entfernen?« warf Ulrich neugierig ein. »Risiko? Das war kein Risiko«, antwortete Egil entschieden. »Ich kenne diese Gegend und habe dort im Herbst noch nie schlechtes Wetter erlebt und nie haben mich die Sonne und die Sterne im Stich gelassen. Nein, ich wollte unbedingt wissen, ob es im Meer, das im Westen an das heiße Land grenzt, weiteres Land gibt.« Er grinste verheißungsvoll. »Vielleicht Land mit Bergen von Gold und Silber?« Er hob die Brauen, streckte einen Finger in die Höhe und erst nachdem er sich der vollen Aufmerksamkeit seiner Zuhörer vergewissert hatte, fuhr er in verschwörerischem Tonfall fort. »Und tatsächlich, an einem außergewöhnlich klaren Tag, als der Wind von Westen geweht und kein Staubkörnchen von den Wüsten des heißen Landes unsere Sicht behindert hat, entdeckten wir am westlichen Horizont sanfte Bergrücken. Wir hielten auf die Höhen zu und sind zu einer Insel gelangt, die sich mit ihrem niedrigen Waldbewuchs herrlich grün aus dem Meeresblau erhob. Wir ankerten, und als ich mit einigen meiner Männer an Land ging, drang eine Schar Menschen aus dem Wald. Sie waren unbewaffnet, und es waren Frauen und Kinder in ihren Reihen. Also ließen wir unsere Schwerter stecken. Mit freundlichen, erwartungsvollen Gesichtern hielten sie etwa 15 Schritte vor uns an. Ihre Haut hatte die Farbe von heller Bronze, und ihre glatten Haare waren tief schwarz. Ihre Kleidung bestand nur aus einem Lendenschurz. Die Frauen trugen ihre Brüste ohne Scham unbedeckt, und einige meiner Jungs starrten sie lüstern an. Ich warf ihnen einen scharfen Blick zu, und sie begriffen, was sie nicht tun durften. Egil lachte und sah in die Runde. »Ihr wisst ja, wie Männer drauf sind, die wochenlang nicht mehr zwischen den Beinen einer Frau gelegen haben. Ich habe meinen Leuten befohlen, sich nicht zu rühren, und bin dann mit geöffneten Händen und dem freundlichsten Gesicht, zu dem ich fähig war, auf die Inselbewohner zugegangen. Als ich stehen blieb, traten einige der Frauen vor, fassten zaghaft meine hellen Haare an und lächelten verträumt. Glaubt mir, ich konnte die Gelüste meiner Männer gut verstehen.« Egil kicherte. »Aber da waren die Kinder, die mich ehrfürchtig anstarrten, und die Männer, die mich ohne Argwohn freundlich gemustert haben. Ich glaube, sie haben mich und meine Männer für halbe Götter gehalten. Diese Illusion wollte ich nicht zerstören. Besonders deshalb nicht, weil ich mich in der Rolle eines halben Gottes sehr wohl gefühlt habe.« Egil kicherte erneut.